Hallo, liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Ja, ich spiele mich jetzt so langsam ein an meinem Laptop, denn es ist nicht leicht, die Kamera einzuschalten. Das könnt ihr mal lesen, was die für Erklärung geben. Da braucht ihr einen Professortitel. Aber okay, ich hab's geschafft. Was will ich euch berichten, Leute? Bin besten in der Natur draußen, deshalb ist es so hell hier. Was will ich euch berichten? Ich will euch berichten von der Selbstheilung, Geistheilung, Aurabereinigung, Schmerzbeseitigung und Erhöhung der eigenen Schwingung. Warum will ich euch das berichten? Weil ihr das braucht, sonst könnt ihr das gar nicht, sonst könnt ihr nicht überleben, sagen wir so. Ja, mich hatte ein Mann angerufen, vor ein paar Jahren schon, sagt der Schäffler, ich muss meine Schwingung erhöhen, sonst kann ich nicht überleben. Er war der Leiter einer 4-Milliarden-Firma. Ich wusste gar nicht, was er meint. Dann habe ich gesagt, ich informiere mich. Dann hatte ich meinen Hellseherin gefragt. Die sagt, ja, das geht, aber das musst du immer machen. Und dann habe ich nachgeforscht und habe bei Russen gefunden, wie man das macht. Erhöhung der eigenen Schwingung zum Beispiel. Oder auch Heilung, Selbstheilung. Die Russen haben meinen Hund geheilt aus der Entfernung heraus. Er konnte nicht mehr laufen, nicht mehr gehen. Ja. Und dann haben sie gesagt, schick ein Foto. Und dann habe ich ein Foto geschickt und dann haben sie den aus der Ferne geheilt. Am nächsten Tag war er gesund. Wir sind Schwingungen, Leute. Und Tiere auch. Wir sind alles Schwingungen. Das kann man über Schwingungen, kann man alles heilen. Ja. Ich hatte zum Beispiel meinem Hund, später war er wieder krank, dann habe ich ihm die Musik of God mit Kopfhörer auf die Ohren gesetzt. Und so eine Viertelstunde. Am nächsten Tag war der gesund, ja. Und der war schwer krank. Und dann hatte ich jetzt einen Hund, einen Hotelhund, der mir anvertraut war. Ich war einen Nachmittag nicht da, kam zurück, war er und sein Welpe todkrank. Ja. Die haben irgendwas gefressen, ich weiß nicht was. Und Galle gebrochen und so weiter. Und ich habe dann dem großen Hund Heilung gegeben und dem kleinen. Bei dem Kleinen ist es besser geworden, bei dem Großen musste ich noch abwarten. Am nächsten Tag kam der Besitzer und hat ihn in die Klinik genommen und da haben sie ihn eingeschläfert. Der große Hund ist so durchgekommen, ihm ging es schlecht, aber ich habe ihm Heilung gegeben von meiner Selbstheilung, übertragene. Nächsten Tag war er gesund. Also wir sind Schwingung und Selbstheilung kann man machen. Ich habe meine Bauchspeicheldrüse, Krebs habe ich somit geheilt innerhalb von 2 Monaten. Auch die Schmerzen beseitigt, so wie es die Indianer machen. Ohne Schmerzmittel, ohne alles. Und die Aura bereinigt. Und die Erhöhung der eigenen Schwingung habe ich auch immer wieder gemacht. Ich wurde gemessen mit Bovis-Einheiten, dann sagte man auch, Gott, was hast du denn gemacht? Du hast ja so hohe Bovis-Einheiten, 40.000. Normal sind ja nur 5.000 bis 6.000. Ja, ich sage, ich habe die Schwingung erhöht. So, und das alles, Leute, könnt ihr bei mir bekommen. Diese Ausarbeitung habe ich gemacht, wie man das macht. Ja, das ist Notarzt hier. Notarzt. Impfung. Ja, Notarzt. Ist hier, hat hier dramatisch zugenommen. Ach, ich will euch noch was sagen. Ja, erstmal machen wir das. Ihr könnt das bei mir bestellen. Selbstheilung, Geistheilung, Aurabereinigung, Schmerzbeseitigung und Erhöhung der eigenen Schwingung. Ich habe das gelernt bei einer Heilerin in der Eifel, bei einer Heilerin in Stuttgart und bei Dr. Leonard Coldwell und Roberto Martinez. Also ich bin gut ausgebildet worden. Ich will auch kein Heilungsversprechen machen, will auch kein. Will gar nichts. Ich will euch nur sagen, dass es so eine Ausarbeitung gibt, die kann man bei mir bestellen. Die ist recht günstig. Kommt per PDF-Datei zu euch. Schaeffler-Folger@web.de. Ja, Leute, was ich euch noch sagen wollte. Die Simpsons haben ja gesagt, es kommt Krieg. Und was die Simpsons sagen, das stimmt immer, immer, schon jahrelang. Und zwar Bombe auf Berlin, haben sie gesagt, und Putin stolziert dann rein in Berlin. Er ist als Person, haben sie das Bild rein. Oder die
den Film, wie er läuft, wie er so geht. Ein Arm ist er so immer ein bisschen an die Seite, so hängend, und der andere schwingt, ja. Es ist aber noch was Wichtiges. Es kommt etwas ganz anderes auf euch zu, und zwar die neue, ja, die neue Krankheitswelle kommt, die sie veranstalten. So wie Corona war, so kommt eine neue Welle mit was anderem. Und sie haben schon bereits KZs, kann man sagen, KZs, Konzentrationslager, in Auftrag gegeben zum Bauen. Ich glaube 10 Millionen. Ein riesen Komplex. Da wird jeder eingesperrt in der Stacheldraht, in Einzelkabinen, und wird dann dort in Sicherheitsverwahrung genommen. Das ist im Plan, ja, es ist gebaut. Ich habe es auf Telegram. Das könnt ihr bestimmt bei mir finden, in Facebook, Volker Schäffler. Da habe ich das gepostet. Es ist ein Telegram drin, der Film darüber. Also Leute, es kommt richtig was auf euch zu. Bereitet euch vor. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr gesund seid und euch auch entsprechend verhalten könnt. Ihr könnt auch ausreisen noch, denn sie werden jetzt die jungen Männer einziehen zur Bundeswehr, und dann werden die Grenzen dicht gemacht, da kommt keiner mehr raus. Und die schicken sie dann nach Russland oder besser gesagt die Ukraine. Die Überlebenszeit eines Soldaten, der in die Ukraine gekommen ist, um zu kämpfen, waren 3 bis 4 Stunden, länger leben die nicht. Und jetzt kann sein, dass auch eine Angriffswelle kommt auf die Herstellerfirma von Saurus oder Taurus, besser gesagt, die Raketenhersteller. Vielleicht auch auf Rammstein, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, auch Berlin ist sehr gefährdet. Weil Putin sagt, er will nicht die Deutschen vernichten, sondern die deutsche Regierung. Und die wird er vernichten, da bin ich sicher. Hört ihr schon wieder? Das war sonst nie. Es war sonst nie. Das ist jetzt ständig. Das sind die Kranken, die in die Klinik kommen. Deutschland verliert laut Diegel-Liste bis 2025 50 Millionen Menschen. Dann sind die halt mal weg. Es ist ja eine Auslese gewesen, ein Intelligenztest. Gut, Leute, scheffler-volker@web.de. Ich habe noch eine E-Mail-Adresse, wenn mal eine nicht funktionieren sollte. scheffler.volker3@gmail.com. scheffler.volker3@gmail.com. Ihr könnt mir auf beide Mails schreiben. Ich sage euch, wie ich das. Ich schicke das per PDF. Ihr könnt eine Ausarbeitung bekommen oder auch auswählen, welche Aurabereinigung oder auch was, oder Erhöhung der eigenen Schwingung. Das bleibt euch überlassen, oder ihr könnt auch alle haben zu einem besonders günstigen Satz. Es wird nicht teuer. Ich habe mir überlegt, ich denke, ich nehme pro Ausarbeitung, die sehr umfangreich ist, mit Film und Ausarbeitung, und ne, werde ich 20 Euro nehmen. Pro Ausarbeitung, also Selbstheilung, Aurabereinigung extra und Erhöhung der eigenen Schwingung extra, Schmerzbeseitigung auch extra. Also was ihr so braucht, das könnt ihr bestellen. Und wenn ihr alle nehmt, können wir noch über den Preis sprechen. Okay, alles Gute, euer Volker Schäffler. Ciao.